Johann Peter Hebel, unser Heimatdichter, ist am 10. Mai 1760 in Basel geboren, wo seine ältere in einer Patrizierfamilie geschafft haben. Im Sommer der Vater als Gärtner, Mutter als Husmeidle. Im Winter sind sie dann in Huse im Wesental, also Hausen im Wesental, gewesen, in dem Hus, was seine Mutter geerbt hat, im ersten Stock, ist ihr Erbanteil gewesen. Dort haben sie dann gewohnt. Und der Luther ist dann 1791 auf Karlsruhe gekommen, hat dann dort als Theologe und Schulmann gelehrt an der lutherischen Kirche, hat dann als Prälat eben dort ist er tätig gewesen und hat sich dann auch um das Thema Soziales gekümmert, Theologie und Bildung. Ja, die meiste Zeit seines Lebens hat er dort in Karlsruhe verbracht, hat aber immer Heimweh gehabt, noch Huse, noch ein Dreiländereck insgesamt, einfach im Wesental, und hat entsprechend dem insgesamt 32 Gedichte verfasst. Am Anfang hat er keinen Verleger gefunden, der Interesse daran hat, und er hat es dann dem Friedrich von Bade, also seinem Lanz, seinem Herrn, vorgelesen dort, und ich glaube, der hat sich dann eingesetzt so dafür, dass das Ganze verlegt worden ist. Er hat ja auch für den rheinischen Hausfreund auf Hochdeutsch einige Geschichten ausgebracht. Und da in Ludwigsburg, wo jetzt inzwischen wieder B, gibt es auch Johann Peter Hebelstroß in unserer Heimat, also im Bereich von Lörrach, Fribourg, gibt es recht viele solche Wege und Straßen, die an den Hebel erinnern. Und ja, ich kann nur sagen, wir sind sehr stolz auf den Hebel, dass er ja als alemannischer Dichter und Schreiber insgesamt tätig ist. Ja, und jetzt möchte ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, die Reise durch meine Heimat war interessant für Sie. Sie hatten einige Einblicke. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you.